Heutiges Thema: Horrorspiele. Und aufpassen: Jumpscare. Ja, ich glaube, das war das dümmste Intro, was man hätte machen können in diesem Falle. Heutiges Thema, wie gesagt, sind Horrorspiele, speziell The Evil Within, das jetzt am 14. Oktober 2014 für PC, PlayStation und Xbox rauskommt. Mit The Evil Within erwartet uns ein ganz klassischer Survival-Shooter. Das heißt, wir haben viele Schockelemente verteilt über das Spiel. Ihr werdet wahrscheinlich wenig Munition haben oder wenig Waffenmöglichkeiten, euch gegen die Monster-Mob zu wehren. Ihr werdet, wie gesagt, wahrscheinlich wenig Waffen zur Verfügung haben, was das Ganze wesentlich interessanter noch macht, da eine beklemmende Atmosphäre erschaffen wird. Wer schon mal Outlast oder Daylight gespielt hat, der weiß, was ich meine. Nun geht es mir heute nicht hauptsächlich um den Inhalt von The Evil Within, sondern um die Release-Politik, die da verfolgt wurde. Ursprünglich sollte das Spiel nämlich schon im August 2014 erscheinen, wurde dann wegen diverser Zeitprobleme auf den 28. Oktober, dann auf den 21. Oktober und nun auf den 14. Oktober dieses Jahres vorverlegt. Ich finde so eine Release-Politik echt geil, weil man es heute selten erlebt, dass die Entwickler sich da sicher sind der Sache, lieber mal ein paar Tage mehr einplanen und dann im Endeffekt das Ganze doch früher als erwartet rauskommt, auch wenn es schon am Anfang nach hinten verschoben wurde. Was haltet ihr von der momentanen Release-Politik? Findet ihr das gut, dass meistens schon sehr früh angekündigt wird, dass das Spiel rauskommt und es dann ein paar Monate nach hinten verschoben wird, wie bei Evolve? Oder findet ihr, dass The Evil Within das Ganze total richtig gemacht hat und gesagt hat, bis dahin haben wir das Spiel spätestens fertig und wenn es dann doch etwas schneller geht, können wir den Release ja schon vorverschieben. Also freuen sich die Spieler. Was ist für euch die ehrlichere Politik? Schreibt mir bitte in die Kommentare, denn mich interessiert dieses Thema ungemein, da ich mir selber ein paar Gedanken schon dazu gemacht habe und nicht weiß, was ich wirklich besser finden soll oder was nicht. So, nach dem Horror-Genre ist jetzt eine ganz bestimmte Spielereihe dran, von der ihr alle schon mal gehört habt, beziehungsweise das bestimmt schon mal gespielt habt. Es geht um Mortal Kombat X. Ja, das neue Spiel der Mortal Kombat-Reihe, so wie jetzt angekündigt wurde, erscheint im April 2015. Wer vorbestellt, kriegt den Kämpfer Goro gratis. Ich persönlich war immer ein großer Fan der Mortal Kombat Reihe, das einfach mal Spaß gemacht hat, mit einem Kumpel zu zweit zu zocken. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Das Ganze erscheint für die PlayStation 4. Andere Systeme sind mir jetzt gerade nicht bekannt. Wenn ihr noch andere wisst, ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf, schreibt mir bitte in die Kommentare. Das nächste kleine Thema, was ich ansprechen möchte, ist Minecraft. Minecraft, das größte bisher aller Spiele, ist jetzt auch nämlich für die PlayStation 4 erschienen. Das heißt, ihr könnt seit vorgestern auch auf der PlayStation losziehen und mit Klötzchen das bauen und zerlegen, was ihr immer wolltet. Für die Xbox One ist es auch schon etwas länger draußen, so dass jetzt auf jeder bekannten Konsole oder halt dem PC als Spieleplattform ihr die Möglichkeit habt, da zu bauen, was ihr wollt. Was ich aber dadurch ansprechen wollte, ist dringend, was haltet ihr persönlich von Minecraft? Ich habe bisher sehr, sehr, sehr viele Let's Player darüber ablästern hören, sehr, sehr viele Let's Player machen Minecraft-Videos. Die Community ist da komplett geteilter Meinung. Warum findet ihr Minecraft cool? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn nicht, warum? Wie war das? Wer sich früher nicht mit Legos austoben konnte, spielt heute Minecraft. So, und das war's auch schon wieder mit Buddy's Game News für heute. Die Ente der Schande und ich wünschen euch wie immer noch einen schönen Abend. Guckt auf jeden Fall am Donnerstag wieder rein, denn da begleitet mich Makatzi auf dieser Couch. Ich freue mich da persönlich sehr, sehr drauf. Eure Meinung zu den Themen bitte unten in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben. Ihr wisst, wo der Abo-Knopf ist. Ich verabschiede mich für heute. Euer Bud von Bud TV. Haut rein.